Endlich wieder Meisterliga. Ich habe mich passend gekleidet und parallel der Bronzel Cup, Mini Cup oder so heißt der. Das Team hatte ich noch gespeichert. Hab gestern damit gekämpft. Ich glaube, habe ich das mit Proto Groudon gezockt oder so. Und weil Lugia aktuell da ist, wollte ich sowieso ein Team mit Lugia verwenden im Raid. Und ich habe sogar gestern, da war ich wohl richtig lucky, habe ich ein Lugia bekommen bei der PvP-Belohnung. Das ist in der Meisterliga wirklich stark. Mit Luftstoß. Das ist so ein bisschen die Sache. Ich meine, ich habe nicht mitgedacht, vielleicht hätte ich nicht bei Erdbeben einsetzen sollen. Das war aber schön abgefangen und sehr schlecht von mir. Und der Gegner spielt sogar mit einem Level 40er Team oder zumindest nicht ganz gepusht. Das Dialga war ein bisschen höher. Das war wirklich eine sehr miese Nummer von mir. Aber ich habe nicht mitgedacht, dass man ja eigentlich Erdbeben hat und perfekt bis 8 mitzählt und so. Heieieiei. Das war... Da muss ich mich an Groudon gewöhnen, weil Abgrundsklinge ist auch eine Event-Attacke, genauso wie Feuerschlag. Also da bräuchte man zwei Top-TMs für Groudon. Okay, Gegner will hier offenbar den Wechsel, aber ne, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Jo, also Lugia hält wirklich gut was aus. Was sagen die KP? Erreiche ich leider nicht mehr. Dann muss nun ein Rayquaza gegen Dialga kämpfen, wo das Dialga sehr viel Energie hat. Das ist ungemütlich. Ey, das Abfangen, das war wirklich wild. Da habe ich nicht ganz mitgedacht. Ich will hier keinen Schaden mehr bekommen, deshalb setze ich noch den Feuerschlag ein, genau. Feuerschlag ist schon ganz lange eine Event-Attacke, also die ist schon etwas länger hinzugekommen. Oh ja, perfekt. Perfekt, das wäre aber sowas von Schere, Stein, Papier gewesen. Ärgerlich, aber noch nicht ganz vorbei. Doch vermutlich, schauen wir mal, na, wie das hier noch läuft. Ich gehe sofort auf Breitseite, auch das eine Event-Attacke. Es nimmt ja wirklich kein Ende. Oder Moment mal, oder Moment mal. Breitzeit? Ich glaube, Breitzeit der auch, oder? Also Arkan, die Attacke, die ich auf der rechten Seite habe, auf jeden Fall. Doch da muss ich sagen, bitte nicht im Gleichstand. Bitte nehmt nicht Arkan. Also braucht ihr nicht. Ich habe, glaube ich, in all den Kämpfen, und es waren schon einige in der Meisterliga, habe ich nie Arkan eingesetzt. 4, 5, 6, 7 und dann schaffst du auch noch 8. Dann hast du schon bald 2 Surfer und bei mir heißt es gute Nacht. Ich will hier raus. Habe ich hier Energie? Okay, das war ein Gleichstand. Ja, schade. Nö, ich glaube nicht. Aber so, das war wirklich die Abgrundsklinge dort abfangen. Ah, hat noch besiegt, weil auch das ein Level 40er war. Oder ich weiß nicht, ob komplett Level 40, auf jeden Fall nicht Level 50. Das ist so schade. Ich finde die Meisterliga nach wie vor und ich bleibe dabei und das war schon vor 2 Jahren so und ist auch jetzt noch immer so, noch mehr als damals. Die Meisterliga ist genial. Die ist halbwegs ausgeglichen. Die ist nicht wirklich toxisch. Da gibt es nicht sowas wie Bolterus Doppelrasierblatt oder irgendwelche Geschichten. Oder Bronzel Cup und so. Doch es ist die mit Abstand teuerste Liga. Früher war sie das nicht. Es ist, ich freue mich richtig auf Meisterliga, dass sie wieder zurück ist und so. Aber so den Kampf hätte ich verloren, wenn das keine Level eine 40er oder keine nicht gepushten Pokémon gewesen wären. So, drücken wir mal bei 7. Denn man hat ja Erdbeben und das Erdbeben hat man erst bei 8. Und danach heißt es gute Nacht und... Ja, der Gegner hat mit mir im Gleichstand gedrückt. Ich hätte gerne Lugia als Schwamm verwendet. Also, wie gesagt, Lugia gerade wieder da und wirklich unfassbar stark, weil 3, 4, 5 Body Slam. Also, so unfassbar stark, weil es eben hier keine WP-Begrenzung gibt und es so viel aushält. Da spielt ihr wirklich wie mit 3 Schilden. Das ist einfach so. Oh, in Shiny.
Ich drücke nicht im Gleichstand. Oh, aber Gegner hätte da auch nicht gedrückt. Okay. In Shiny wunderschön und ich habe die Flügel an. Ich habe die Flügel an. Vielleicht glaubt der Gegner dann, oh, der hat doch eins im Team. Du bist bei 5. Okay. Lassen wir durch. Ich hoffe nur, dass du nicht farmen kannst. Alles klar. Gegner wollte sich nicht abschwächen. Das ist, weil Leute von... Obwohl, Erdbeben ist doch eine Eventattacke. Ey, es ist ja wirklich auch von den Top-TMs. So teuer, diese Liga, weil da alles gefühlt eine Eventattacke braucht. Auf der anderen Seite, so ein Pack, sag, warum bitte, dieser Flora, Flora-Statue und so weiter. Das sind ja auch Eventattacken ohne Ende mittlerweile in der Superliga. Na, aber... Jo, also Gegner wollte sich einfach nicht abschwächen. Nicht mit mir, Kollege. Dann holen wir uns hier mit Energie. Würde ich sagen, okay... Finde ich nicht verkehrt, das zurückzusetzen, die Verteidigungssenkung, aber nun kann ich dich gefangen halten. Wenn du mit Ho reinkommst, dann bleibe ich... Okay, genau. Ein Shando. Das ist ein Shando. Weil meines ist ein Hando und der Gegner hat ein Shando. Yo, yo, yo. Aber sowas von. Das ist ein Shando, yo. Und da gehen wir hier rüber. Na und raus. Und sowieso. Einäschern ist nicht sehr effektiv gegen Rayquaza, also kann man sich das noch aufheben. Und so war das. Ich muss schilden. So war das gar nicht geplant eigentlich. Mit Gleichstand dies, das, aber das wird auf jeden Fall besiegen. Oh, das wird noch. Das mache ich mir gerade schwieriger, als es sein müsste. Aber sowas von... Oh, what? Okay, ich war zweimal abgeschwächt. Ah, ich hätte viermal machen können. Das wäre auch noch nicht angekommen, auch ohne Niantic-Internet. Was mache ich denn da gerade? Zack, zack, zack. Na, und ich glaube, der Gegner hat keine Attacke drüben. Ich würde die gerne nämlich haben. Sturzflug. Na, und... Nun setze ich die Attacke ein. Genau. Oh, Gegner hat nicht ausgeholt. Entweder wollte er links oben klicken und hat gar nicht mehr die Sofortattacke gemacht, oder das war ein Gleichstand. Aber ich glaube nicht, nein, so viel Energie hattest du nicht. Einfach ein Shando. 4-3-3-6, wunderschön. So ein Shando hätte ich gerne. Was habe ich? Alola Geowatz bei der Community Day Forschung bekommen. Und ein Zwier... Zwielicht habe ich auch in der Forschung erhalten beim Community Day und ein Magma gefangen beim Community Day. Das sind meine drei Shandos, die ich besitze, also schillernde 100er Handos. Aber sowas will ich, was ich hier in der Meisterliga jedes Mal verwenden kann. Oder, ja, genau, das wäre schön. Das wäre wunderschön. Genesekt? Ja, okay. Vermutlich mit der Eis-Ladeattacke, also... Fällt mir gerade auf, eismäßig bin ich ja bestens ausgerüstet. Das war zu einfach, also dass ich da direkt drücke. Ich mache das eher 1 plus nach der Abgrundsklinge. Oh, Moment mal. Nein, Drakometeor müssen wir nicht respektieren oder schilden oder irgendwas. Auf keinen Fall. Denn das überleben wir. Das überleben wir. Ich glaube schon, also von... Ja, doch... Klar überlebe ich das. Ich habe zwar schon länger jetzt nicht mehr die Meisterliga gespielt, aber es wäre knapp gewesen. Doch ich hätte es überlebt und der Gegner hatte Feuersturm. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen mitzählen. Ich glaube, da waren das 10. Das müssten dann 10 gewesen sein. Ein Metagross, aber da wird Groudon ordentlich abgehen. Mein Angriff steigt. Jetzt machen die nicht sehr effektiven Attacken immerhin auch ein bisschen was. Ich glaube, Rayquaza brauche ich nicht. Das nutze ich ein bisschen so als Schwamm, dies, das. Oh, da wird Groudon jetzt ordentlich was machen müssen. Und ich sehe schon, wie ich zweimal den Köder dann schilde. Ich sehe es jetzt schon. Und okay. Genau, aber Feuerschlag ist gegen
Ne, beide Typen von Genesect effektiv, also das müsste heftig deftigen Schaden verursachen. Aber wenn ich jetzt hier, das ist nun die Sache, ne, zweimal den Köder schilde, dann verliere ich. Ah, komm, bitte Tech Blaster. Nein, ich wusste es ganz genau, Hier kommen jetzt andauernd Kreuzscheren rein und dann am Ende der Techno-Blaster. Bada boom, bada bang, bada bam. Ich hätte die erste durchlassen müssen, so hätten wir es machen müssen. Aber ich glaube auch, so kann es noch klappen. Mal schauen, wie viel... Ich meine, ich bin nicht vom Typ Feuer und Feuerschlag ist keine starke Attacke, aber das ist gegen beide Typen effektiv. Oh, okay, okay, okay. Das passt. Okay. Genesect vorne, Metagross hinten. Ja, da hattest du natürlich Pech mit meinem Groudon. Auf der anderen Seite, mit der Eisattacke hättest du drin bleiben können am Anfang. Und dann garantiert, dass ich gegen das Palkia mich besiegt. Na, weil, ja, wenn ich hier na, so ein Groudon vorne habe, dann habe ich entweder was gegen nur Typ Wasser, sprich mein Rayquaza. Na, oder ich habe auch natürlich was gegen Palkia, das ist nämlich mein Lugia. Gegen die ganzen Drachen ist man effektiv. Okay, da gehe ich in Lugia hinein, gegen dieses nervige Gyarados. Da habe ich natürlich nicht viel einzuwenden mit Groudon. Und ein Metagross haben wir im Moment. Vom Timing wollte ich nur schauen, war das gerade korrekt so? Ich glaube, das war gutes Timing und wir werden... Ich glaube, der Wechsel wäre hier schon wichtig. Da hilft es mir nicht mal irgendwie Energievorteil dies, das mit Groudon. Ich schilde sogar schon... Oh, Gyarados nervig. Ich schilde mal schon die erste, vielleicht schilde ich zweimal, ich weiß es nicht. Wie ich hier mache, ich überlebe sowieso eine. Ziemlich gesund. Genau, wir gönnen uns eine gratis Drachenroute und schilden nochmal rein. Ich habe keine Ahnung. Gyarados sieht man nicht unbedingt häufig. Aber immerhin Rayquaza kommt dagegen sehr gut an. Obwohl, sehr gut nicht. Nein, das hatte ja Feuer-Odem. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, okay, Nuzlocke nicht so effektiv, Knirscher neutral. Moment. Ah, und dann auch noch ein Eis-Pokémon. Ich weiß gerade echt nicht, wie ich machen soll. Wir machen den hier. Dass du rausgehst? Komm, geh raus. Geh doch raus. Nein, ich wollte dich reinlocken in den Plan so, oh, du siehst das und gehst dann raus, dass ich mit Groudon gegen Mammutl kämpfen kann. Das hat ja mal nicht funktioniert. Ja, okay, das ist verloren. Das kann ich in keinster Weise mehr machen. Der Knirscher zerlegt mich drüben bei Lugia. Jetzt fängst du ab. Nicht mal. Ein dreifach nicht legitim ist legitim und zerlegt mein legitim. Das denkt drüber nach, aber der Satz hat Sinn ergeben. Genau. Heftig überleben wir das. Das überleben wir noch ganz knapp. Und Gyarados kommt herein. Da müssen wir, glaube ich, nicht mehr kämpfen. Und wir hoffen, dass wir im Screen draußen landen. Hallo Leute, ihr seht euch gerade, falls ihr im Fullscreen schaut. Das war zum Glück keine Niederlage. Und wir sind in der Lage, hier 2700 Sternenstaub abzuholen. Das ist immer fein, immer wenn es die Meisterliga gibt. Gibt es den dreifachen Sternenstaub? Ja, ich glaube, ich werde... Ah, vielleicht für ein Video oder so. Aber den Little Cup... Heißt der Little Cup? Mini Cup? Meine ich natürlich, den werde ich nicht spielen. Okay, Giratina. Da ist Groudon eigentlich meine schlechteste Antwort. Aber ja, so... Ich habe die Drachenrouten von Lugia, die sind effektiv. Rayquaza bin ich effektiv und das Giratina nicht gegen mich. Komm, wir gehen in Lugia rein und schauen, was passiert. Das ist immer mein Schwamm, vor allem, wenn ich ein Schild bekommen habe. Und dann versuche ich entweder was rauszulocken, wie zum Beispiel ein Melmetal.
Ey Leute, ich hab's gesagt, bevor es da war. Ich hab's gesagt, bevor es da war. Ich glaube, das waren 11 oder so. Ich habe es tatsächlich gesagt, bevor es da war. Und das muss man ja machen, so. Wenn ich so ein Team habe, dann wäre das nicht so verkehrt. Okay. Jetzt hast du relativ wenig Energie. Das geht in Ordnung für mich. Schilden macht keinen Sinn. Und wenn du mich hier drüben treffen möchtest, musst du natürlich Kraftkoloss machen zum Beispiel. Na, schauen wir mal. Und ich werde aber auf jeden Fall auf die Abgrundsklinge gehen, auch wenn du dich abschwächst. Genau. Wir machen noch 3. Na, und eine Abfahrt. Jetzt sind wir auf 100 Energie. Das Giratina hat einen Spukball eingesetzt. Schwierig, ich weiß nicht. 3 Quasar hält mir ein bisschen zu wenig aus. Ich glaube, ich gehe sofort rüber. Und es kommt ein Dialga rein. Ein Shiny mit schönen WP. Die Feuerode machen ein bisschen zu viel. Das ist das Problem. Ich meine, zweite Breitseite sollte ich erreichen. Wenn der Gegner schlecht timet, kann ich vielleicht sogar... Boah, weiß ich gerade echt nicht. Nein, macht keinen Sinn. Macht eigentlich keinen Sinn. Der Gegner hat das ideal getimed und bis zum Ende ausgereizt. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es. Außer der Gegner bekommt... Oh. Kam da nicht mal eine Drachenroute an? Das sind doch noch zu viele KP. Jetzt haben wir es doch nicht. Nö. Also zweimal Abgrundsklinge erreiche ich. Das hat mein geschultes Auge gesehen. Aber mehr dann leider auch nicht. Wenn das besiegt, dann okay, aber kann ich mir nicht vorstellen. Und es lädt, es lädt. Nö. Da hätten noch 2 Drachenrouten oder so ankommen müssen. Das war das OG-Trio. Ne Giratina, Dialga, Melmetal. Oh, da läuft es mir kalt den Rücken runter bei Punita. Ne, genau, die. Und oft auch in dieser Reihenfolge. Mit Togekiss, Dialga, Giratina hat man die direkt immer besiegt. Da konnte man nichts falsch machen. Punita, also wirklich, das müsst ihr euch mal auf der Meisterliga-Kämpfe. So teuer, Sternenstaub, Top-TMs, XL und dann gibt's einen Punita. Wow, ja, ihr habt's verstanden. So motiviert man die Leute für PvP. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lugia OP und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.